Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Am vergangenen Sonntag setzten der Fußballkreis Rhein-A, die Sportgemeinschaft DJK Mayen und der Deutsch-Arabische Kulturverein die ursprüngliche Idee des Fußballverbands Rheinland in die Tat um und veranstalteten in der Mayener Burghalle ein Benefiz-Fußballturnier. Ausrichter war der 1998 gegründete Förderverein Fußballer helfen. Ziel war es einerseits, den Flüchtlingen einen tollen und natürlich sportlichen Tag zu bereiten, aber auch Spenden für die Integrationsarbeit des Deutsch-Arabischen Kulturvereins, die Verbandsgemeinde Vordereifel und die Stiftung Regenbogen zu generieren. Oberbürgermeister Wolfgang Treis hatte die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen und machte in seinen Worten deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen den Flüchtlingen positiv gegenüberstehe. 16 Mannschaften, bestehend aus jeweils 4 Feldspielern und einem Torwart, kämpften um den Sieg der 2 gebildeten Gruppen. 30 Spiele wurden jeweils 8 Minuten lang ausgetragen und brachten zusammen mit 7-Meterschießen und einem spannenden Finale den Sieger hervor. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse.